Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer, Autoformatierung. Sie können Writer so einstellen, dass bestimmte Formatierungen automatisch durchgeführt werden. Wählen Sie dazu Extras, Autokorrekturoptionen. Dort können Sie im Register Optionen die gewünschten Festlegungen treffen. Falls Ihnen unerwünschte Formatierungsautomatismen begegnen, sollten Sie hier zuerst nachsehen. Horizontale Linien. Wenn Sie drei oder mehr Bindestriche, Unterstriche oder Gleichheitszeichen am Zeilenanfang eingeben und anschließend die Eingabetaste betätigen, wird an dieser Stelle jeweils eine etwas anders unterschiedlich gestaltete, sich über die gesamte Seitenbreite erstreckende horizontale Linie eingefügt. Aufzählungslisten und Nummerierung. Eine Aufzählungsliste wird automatisch eingefügt, wenn sie ein Bindestrich, ein Stern oder ein Pluszeichen gefolgt von einem Leerzeichen oder Tabulator am Zeilenanfang eingeben und am Ende mit der Eingabetaste abschließen. Mit einer Zahl, einem direkten anschließenden Punkt und einem Leerzeichen, Tabulator am Zeilenanfang können Sie eine nummerierte Liste initiieren. Letzteres geht nur bei Absätzen der Formatvorlagen Standard oder Textkörper. Diese Formatierungsautomatismen kann man eben auch ausschalten, zum Beispiel zwei Großbuchstaben am Wortanfang korrigieren. Das sieht momentan so aus: zwei Großbuchstaben, Enter und der zweite Buchstabe wird dann klein geschrieben. Eben das kann man auch ausschalten. Extras, Autokorrekturoptionen. Und die zwei Häkchen an der richtigen Stelle entfernen. Okay. Und dann gibt es diesen Automatismus nicht mehr. Ciao und viel Glück.